Herzlich willkommen hier auf dem Reiterhof bei unserer Hausbaureihe. Ein paar Sachen habe ich zu erwähnen. Und zwar habe ich jetzt das erste Mal das Spiel gestartet mit diesem neuen Erweiterungsmanager im Sims 3 Launcher. Da gab es ja irgendwie letzte Woche so ein Update, dass man das aktualisieren könnte. Über Origin läuft das. Wenn ihr da irgendwie näher wissen wollt, wie das funktioniert, am besten einfach mal googeln. Irgendwas mit Origin, Launcher Update und Erweiterungsmanager, keine Ahnung. Jedenfalls kann man jetzt über den Launcher einstellen, welche Erweiterungen gerade beim Spielstart benutzt werden sollen. Das heißt, ich habe jetzt bevor ich das Spiel gestartet habe, eingestellt, dass nur einfach tierisch, Jahreszeiten und Lebensfreude verwendet werden für den Spielstart. Und wenn ihr jetzt mal schaut bei den Objekten, zum Beispiel hier oder sowas, seht ihr, dass deutlich weniger Sachen da sind, weil tatsächlich nur diese Erweiterungen jetzt drin sind, quasi im Spiel. Ich kann so natürlich keine Let's Plays machen oder sowas. Ich habe das jetzt halt quasi nur für die Folge der Hausbaureihe so gestartet. Und ist auch gleich so ein bisschen ein kleiner Test gewesen, ob ich denn bisher auch wirklich nur Inhalte daraus verwendet habe oder mich irgendwo mal geirrt habe. Aber ich habe eben einmal alles durchgeschaut und es scheint wirklich alles so richtig zu sein. Sieht alles so aus, wie ich das mal vorgehabt hatte. Deswegen denke ich mal, waren wir da bisher ganz gut. Solltet ihr doch irgendwie was bemerken, mal, was irgendwie fehl am Platz ist oder so, dann sagt mir Bescheid. Ich werde das aber jetzt, glaube ich, erstmal jede Folge so machen, dass ich das halt wirklich mit diesem Dingens starte. Weil das ist ja eigentlich ganz cool, dass man dann halt viel weniger, also dass es halt viel übersichtlicher ist, wenn man hier in den ganzen Kategorien schaut und wirklich nur das sieht, was man auch verwenden möchte. Die Store-Inhalte sind immer noch drin. Erstens wollte ich sie nicht deaktivieren. Zweitens haben wir ja auch ein paar von den Store-Inhalten hier mit drin. Deswegen sind die auf jeden Fall noch mit da, werden ein bisschen für Verwirrung sorgen. Aber ich denke mal, das können wir doch gut auseinanderhalten hier mit diesem kleinen Taschensymbol. Ja, deswegen, das wollte ich auf jeden Fall mal erwähnt haben. Und dann habe ich hier noch ein bisschen was zu tun. Und zwar haben mich ein paar Leute darauf hingewiesen, dass zum Beispiel der Teppich hier, dass ich das Muster schon mal verwendet habe. Und zwar da. Total verplant. Das werde ich also nochmal ändern. Und werde auch ein bisschen auf die Idee, beziehungsweise den Kommentar von Yamings, keine Ahnung, wie ich das jetzt aussprechen soll, eingehen. Ja, das Muster werden wir nochmal ändern. Dann werde ich mal schauen, was ich da sonst so finden werde. Und dann, wenn wir hier weitermachen, ich werde vielleicht auch hier gleich noch ein bisschen dran arbeiten, dass wir da auch gleich schon wissen, was wir da machen können. Beziehungsweise ich da was probiere und dann könnt ihr umso besser, umso schneller direkt ein paar Ideen dazu äußern, wie man das ändern könnte. Wie wäre es denn einfach mit dem Muster? Das ist doch eigentlich ganz cool, oder? Ich glaube, das passt. Würde ich auf jeden Fall so einen braun lassen erstmal, ja. Also ich würde es tatsächlich fast genau so lassen, wie es gerade aussieht. Finde ich eigentlich ganz cool. Finde ich, passt gut in den Raum. Es ist natürlich schon viel mit Rot und Gelb, aber manche sind ja auch kein Fan davon, wenn ich so richtig super bunte Räume mache. Deswegen haben wir hier einen super bunten Raum. Eher für so ein Kind, für ein Schulkind. Und das ist halt eher für einen Teenager mit ein bisschen gediegeneren Farben. Mit mehr Rot oder ja, allgemein halt einfach mit ein bisschen ruhigeren Farben, ein bisschen entspannter. Ja, finde ich auf jeden Fall so ganz in Ordnung. Ansonsten würde ich das erstmal so lassen. Die Gardinenstangen sind hier alle eingepasst. Und ja, es gab ein paar Ideen, was ich hier machen soll. Den Fußballtisch hochpacken oder sowas vielleicht. Aber ich finde den da unten eigentlich ganz gut. Deswegen werde ich vielleicht eher die Idee von erwähnter Yamix benutzen. Ah, der Name ist schön. Also ich finde den Namen super, der sieht doch toll aus. Ich weiß nur nicht, wie ich den aussprechen soll. Ja, und da werden wir mal ein bisschen gucken. Vielleicht so irgendwie die Säulen. Das wäre doch eine Idee. Wird aber erstmal versuchen, mich ein bisschen dem zu widmen. Also ich würde auf jeden Fall auch
Den Schachtisch dort lassen. Finde ich eigentlich ganz gut dort. Wird hier vielleicht noch so einen runden Teppich draufpacken. Ich finde das so ganz cool. Ton das Ganze so ein bisschen. Und ja, der Kamin ist auch richtig super. Ich liebe dieses Bild auch ernsthaft. Das ist echt schön. Hatte ich es mit irgendwas verglichen? Ich finde es irgendwie so ein bisschen. Ich weiß auch nicht. Also ja, stimmt. Es hat mich ein bisschen an Child of Light erinnert. Das erinnert mich daran, dass ich das auch mal wieder spielen sollte. Vielleicht nehme ich das sogar heute noch auf. Ja. Vor allem hier, bei manchen Sachen sieht man gar nicht, dass die aus dem Store sind. Die beiden Sachen sind aus dem Store, die beiden Betten. Aber das wird hier einfach mal nicht angezeigt. Aber ich weiß ja zum Glück, was aus dem Store ist und was nicht. Das ist auch aus dem Store. Schön, dass das hier meistens nicht angezeigt wird. Toll gemacht, Spiel. Naja, das liegt, glaube ich, an diesem Dingens, was ich da gewählt habe. Aber ja, wie gesagt, das weiß ich ja zum Glück noch. Brauchen wir natürlich einen schönen Sessel, weil ich ja hier so eine kleine Kaminecke auf jeden Fall machen wollte. Das Dekoobjekt für den Kamin kenne ich natürlich. Habt ihr mich darauf hingewiesen? Wo würde das denn gut hinpassen? Hier vielleicht tatsächlich. Man könnte das natürlich auch davor packen irgendwo. Hier gibt es ja keine Stelle diesmal. Meistens schnappt das irgendwo davor ein, aber hier scheinbar nicht. Ich frage mich halt, was ich da in die kleine Ecke packen soll. Ist so ein bisschen eine ungünstige Ecke, muss man sagen. Aber vielleicht finden wir da irgendwas. Wahrscheinlich werde ich da irgendwie eine Pflanze oder sowas hinpacken. So standardmäßig halt. Such aber erstmal. Was ist das denn? Aha. Schick. Na, ich habe ein, zwei Store-Sachen gekauft. Weil ich ein paar neue Points bekommen habe. Was haben wir denn bis hier so? Das ist halt so. So schwierig, wenn man so viele Sitzmöglichkeiten immer hat und nutzt, da dann immer wieder was Neues zu verwenden. Ich glaube, hier sollten wir lieber echt zwei Sessel hinmachen und nicht so ein Zweisitzer. Das wäre, glaube ich, zu viel für die Ecke. Da suche ich mal lieber, ob wir hier irgendwas finden. Das Ding ist nur, das meiste haben wir ja schon benutzt. Vielleicht so ein. Der wäre auch nicht so schlecht. Und dann so ein noch mit dazu. Vielleicht so. Das ist hier mit der Ecke ein bisschen schwer, auch weil der Schachtisch da noch mit ist und dass er nicht zu sehr aneinander geraten soll. Wie gesagt, ein bisschen schwer. So vielleicht. Irgendwie ein bisschen komisch, so ein bisschen eingequetscht, die kleine Ecke. Ja. Es soll ja auch modern wirken, irgendwie, glaube ich, hatte ich mal gesagt. Das, ja, ich glaube, so modern ist das jetzt auch nicht mehr unbedingt, oder? Es hat doch schon eher ein paar, ein bisschen viele altmodische Tendenzen. Aber na gut. Ich muss jedes Mal wieder gucken. Das ist so richtig schlimm. Mein Zwang, Sachen nicht mehrmals verwenden zu wollen, führt dazu, dass ich irgendwie ständig nachgucken muss. Kann auch sein, dass ihr das nervig findet. Aber ich muss ständig gucken, ob ich hier nicht irgendwas mehrmals verwendet habe. Oder was ich quasi noch verwenden kann und was nicht. Das ist bestimmt anstrengend. So. Da können wir eine schöne Lampe draufstellen. Ich frage jetzt natürlich, welche Lampe kann ich verwenden? die nicht, die auch nicht. Die nicht, die nicht. Die haben wir auch schon. Okay. Aber ich würde gern. Am liebsten würde ich gerne mal so eine hier verwenden. Die sieht auch richtig cool aus.
Würde aber hier nicht passen. Ich würde sagen, hier eigentlich eher irgendwas Moderneres. Also vielleicht sowas oder halt die hier. Habe ich eigentlich die schon verwendet? Müssen wir eben gucken. Ich glaube nicht, ne? Nee. Die habe ich tatsächlich auch noch nicht verwendet. Das ist ja schön zu wissen. Die hatte ich aber schon mal. Die war im Flur unten. Hier wollte ich eben, ich glaube, ich wollte die hier nehmen. Ich wollte tatsächlich die nehmen, glaube ich. Obwohl, so Metall auf Metall ist halt nicht so schön. Würde ich jetzt ungern machen wollen. So. Vielleicht eher so. Ah, ich weiß nicht. Das ist so. Warum? Das wäre so cool, wenn die ein kleineres Stehdingens hätte, wenn man die halt quasi mittig aufstellen könnte. Wenn die hier halt nicht so eine mega lange Platte hätte und vor allem nicht so seitlich. Das sieht so eigenartig aus, einfach. Ich frage mich manchmal, was in den Köpfen der Objektersteller bei Sims so vor sich geht. Ich frage mich manchmal, was die da so gemacht haben an dem Tag. Welchen Zustand die denn da zur Arbeit gekommen sind, dass denen dann solche Sachen einfallen. Ja, wahrscheinlich so eine Lampe einfach. Beziehungsweise doch vielleicht hier hin so. So, haben wir da auf jeden Fall ein bisschen Licht. Dann würde ich vielleicht hier noch eine Hängelampe hin, oder? Was ist das denn? Oh, wie cool, noch so eine Bodenlampe. Oh, ich habe richtig viele von diesen quasi Windlichtern mittlerweile. So, eben mal gucken. Für die Nacht bräuchten wir hier wahrscheinlich auch noch irgendwo was. Aber sorgen wir erstmal für eine Deckenlampe. Habe ich die schon? Nee, die habe ich glaube ich noch nicht benutzt. Ah, dann nutzen wir die hier. Und zwar die hier. Oder warte mal, ich habe da eine Idee. Die kann man nicht näher aneinander machen. Ich wollte die nämlich so ein bisschen strecken quasi, das Licht. Ich weiß nur gerade nicht, ich würde da gerne so ein Verbindungsdingens quasi. Nein. Wie so eine Verbindungslinie dazwischen noch so ein bisschen herstellen. Ich weiß nur gerade nicht, womit. Dass es halt so ein bisschen aussieht wie eine Lampe. Vielleicht mit noch so einer. Ich meine, Move Objects on. Können wir einmal testen, wie das so ist. Sieht das komisch aus? Wenn wir die alle abdunkeln. Könnte das gehen, oder? Ich finde, das könnte man machen. Und das sieht dann halt aus wie. Wartet. Fade Objects off. Dann sieht man die Lampen nämlich. Aber dann sieht das aus wie. Ich weiß auch nicht. Eine Lampe. Scheinbar. Das ist dann halt einfach eine Lampe. Ja. Wie auch immer. Wir können es uns einfach mal vorstellen. So dass hier quasi halt so eine Stange entlang führt und. Ja, das eine Lampe ist. Ich finde das lustig. Ich lasse das jetzt so. Bin mal auf eure Meinung dazu gespannt. Das Sofa fandet ihr ganz okay. Ich denke mal, ich lasse das dann auch so in dieser Formation. Und ansonsten, glaube ich, würde ich das.
so grob so lassen und dann versuchen, das ein bisschen zu dekorieren. Und da fällt mir ein, jemand meinte ja, man könnte hier irgendwo noch was zum Schlafen oder einen Schlafplatz für Hund oder Katze einrichten. Deswegen mache ich das einfach mal und packe hier in die Ecke so ein kleines Körbchen. Wenn wir hier eh schon den Platz haben, dann können wir auch einfach hier in die Ecke das Körbchen hinpacken, wo dann quasi der kleine Hund oder die Katze liegen kann. Also ein großer Hund kann da leider nicht liegen, aber ein kleiner oder eine Katze oder ein Welpe oder ein Babykätzchen, die können da auf jeden Fall liegen. Was jetzt einen Kratzbaum angeht, einen Kratzbaum könnten wir eigentlich auch noch gebrauchen. Ah, vielleicht mache ich doch nicht so eine Sitzecke hier hin. Mal eben gucken. Vielleicht machen wir hier lieber einen Kratzbaum hin. Könnte ich natürlich auch hier hin machen, aber hier habe ich schon was anderes vor. Vielleicht machen wir hier doch lieber einen Kratzbaum draus. Ach, deswegen funktioniert das nicht mehr was. Nicht so hin machen. Ah, so rum funktioniert es. Sehr schön. Dann packen wir den hier in den Kratzbaum. Und dann können wir aber trotzdem noch Dingens hinsetzen, obwohl das wahrscheinlich heißen würde, dass die Katze da immer drauf rumspringen würde. Setzen wir das lieber mal so hin. Müssen wir ein bisschen umdisponieren. Ich mache Fade Objects wieder an, also dass die Lampen hier wieder ausgeblendet werden, wenn ich näher reinzoome. So, muss ich mal gucken wegen dem Licht nochmal. Oder wegen des Lichts, um genau zu sein. Versuchen, die Halterung auf eine Linie zu bekommen. So. Und dann haben wir halt quasi das Licht. Okay. Machen das vielleicht auch noch ein bisschen dunkler. Jo. Ich denke mal, so kann man das machen. Machen wir hier vielleicht Flamme. Hier vielleicht auch. Oh, dann ist das ein bisschen gemütlicher. Dann hat der Kamin natürlich auch noch ein bisschen Licht. Soll noch irgendwo einen Sessel hin? Vielleicht doch. Vielleicht doch noch hier einen Sessel hin. Irgendwo so. Könnte man ja machen. Ich denke mal, da kann man hier trotzdem noch durchlaufen, einigermaßen gut. Vielleicht den Schachtisch ein bisschen weiter nach hinten. So. Ich denke mal, das könnte man so machen. Oder? Ich glaube, das geht so. Wirkt halt da in der Ecke ein bisschen kahl und das ist irgendwie voll die Katzenecke da hinten. Ich meine, also, wenn man mal ehrlich ist, warum nicht, ne? Also kann man ja eigentlich mal machen, so eine kleine Katzenecke. Mit so einem Spielzeug. Und wenn ihr keine Katze habt, dann könnt ihr da ja einen Hund hinsetzen. Oder wenn es halt ein großer Hund ist, könnt ihr jetzt stattdessen das Ding da irgendwo hinpacken. So hier in die Ecke oder so. Da findet ihr sicher eine Alternative, wenn ihr keine Katze habt oder halt irgend so ein Kleintier-Dingens. Ihr habt ja gesagt, dass ich das so ein bisschen für
für Tiere auslegen soll. Deswegen werde ich das auf jeden Fall versuchen. Hier sind ja schon die Futternäpfe. So ein Spiel, so eine Spielkiste hatten wir auch schon, genau. Also alles Wichtige ist eigentlich wirklich da. Wie gesagt, so ein Katzenklo werde ich nicht nutzen, weil, ja, also ich kenne das eigentlich nur, dass Katzen, wenn sie sowieso draußen sein können. Ich meine, wenn man so ein großes Grundstück hat, nimmt man Katzen, die auch draußen rumrennen können. Und dann pinkeln die auch draußen. Ja. Okay. Wir versuchen das Ganze ein bisschen zu gestalten. Ich würde den Schachtisch gern dunkel machen. Passend zur Wand irgendwie. Ja, so ungefähr. Ah ja, bei den Stühlen. Die waren, glaube ich, gar nicht unbedingt dafür gedacht. Mal gucken, ob wir noch ein paar andere Stühle finden. Natürlich muss ich erstmal gucken, was wir denn hier bisher für Stühle verwendet haben. Ja, den. Und da unten noch so ein. Okay. Mal sehen. Was bieten sich denn da für Stühle an? Die hier. Aber sind aus dem Store. Ja, solche können wir natürlich auch immer nehmen. Einfache Holzstühle sind ein bisschen unbequem, würde ich sagen. Das sieht irgendwie aus wie so richtige Schachstühle, oder? Finde ich irgendwie jetzt schon. Ich glaube, wir nehmen die. Die sehen irgendwie cool aus. Mal gucken, wie wir die hier gestalten. Ich sollte den Raum hier so ein bisschen in blau-rot lassen. Also so ein bisschen nach dem Farbschema von dem Bild hier. Können wir ja mal schauen, ob wir uns daran so ein bisschen orientieren können. Ich weiß nicht, wenn ich die jetzt auch so dunkel mache, also in so einem ähnlichen Dunkel, dann sieht das so zusammenpassend aus. Sieht das zu gewollt aus? Rotes Holz? Rotes Holz vielleicht? So rot-orange eher. Können wir ja mal probieren, ob das gut aussieht am Ende. Habe ich die eigentlich schon mal verwendet? Die kleinen Pflänzchen oder die kleinen Blätterchen? Ich glaube noch nicht, oder? Ich glaube nicht. Ich nutze sie einfach mal. Ihr seid ja sowieso die Musterinspektoren. Ich denke mal, ihr könnt mir das sagen, wenn ich das schon mal verwendet habe. Das ist schön an euch. Das finde ich auf jeden Fall super. So, ich meine, ich schaue da ja auch immer. Aber kann mich auch immer drauf verlassen. Falls ich da mal was übersehen habe, dann wisst ihr auf jeden Fall Bescheid. So. Ich finde, das sieht irgendwie cool aus. Ich weiß auch nicht. Ihr werdet bestimmt sagen, dass das kacke aussieht. Es ist ein wenig gewagt. Kann man schon sagen. So. Das ist natürlich eigentlich ein ziemlich altmodischer Stuhl. Mal sehen, ob wir den ein bisschen cooler machen können. Oder naja, was heißt cooler? Ein bisschen moderner halt einfach. Oh, das wäre ja schon quasi modern pur. Haben wir sowas schon mal? Sonst würde ich das eigentlich fast genauso direkt lassen. Ist quasi genauso, wie es aussehen soll einfach. Wahrscheinlich einfach in schwarz lassen, oder? Wie sieht es da noch am besten aus? Ich will halt nicht so viel schwarz machen, aber das... Ah, das passt halt so gut irgendwie. Ich weiß auch nicht. Vielleicht eher hier ein bisschen ins Weiß. Also das ist doch eher weiß als statt
beziehungsweise grau-weiß statt schwarz. Wie sieht das besser aus? Muss aber noch den Teppich und sowas alles abwarten. Die Wände haben ja auch noch keine spezielle schöne Farbe. Ich würde sogar den Kamin genauso lassen, wie er ist, oder? Das Grau passt auf jeden Fall. So, der Kratzbaum. Kann auf jeden Fall so bleiben. Und das. Ich kann gern so einen grün-gelb-Ton haben, so wie der Kopf von diesem unteren Vogel, nenne ich es jetzt einfach mal. Oh, das wäre süß, sowas mit Punkten. Nehmen sowas mit Punkten. So, und dann meist Punkte dazu, das sieht irgendwie echt knuffig aus. Dann nehme ich mein Textil. Das kann schön weiß werden. So. Und dann hier irgendwie so ein flauschiges Plätzchen zum Liegen. Keine Ahnung. Und wir machen das doch lieber so grün. Ja, so grün. Oder? Ich weiß gerade nicht. Ich glaube, weiß sah schöner aus. Okay. Bei dem Stuhl bin ich mir noch nicht ganz so sicher. Ich meine, der sieht schon ganz cool aus mit dem Textil, finde ich. Aber mal sehen. Ich weiß nicht, sollte ich die alle in der gleichen Farbe lassen oder vielleicht so Streifen und die dann immer unterschiedlich. Ich muss mal wieder Fade Objects off, damit ich die Lampen besser sehen kann. Weil wir die ja jetzt eben bearbeiten wollen, muss ich natürlich sehen, was wir da bearbeiten. Ja, das ist jetzt, glaube ich, ein bisschen zu viel. Oh, das sieht schön aus. Nur halt dann in Blau. Das sieht voll cool aus. Vielleicht beim letzten die Farben tauschen. Joa, cool. Sieht voll wieder schön, voll schön aus. Das Blau müssen wir dann, glaube ich, auch ein bisschen mehr dahin anpassen. Will ich vielleicht sogar ein helleres Sofa machen? Ein hellblaues Sofa? Ist das modern? Überlege ich gerade, ob das so gut aussieht, ob das so besser aussieht oder lieber nicht. Ich finde es eigentlich ganz cool. Es ist so. Ich merke das, ich werde irgendwie zusehends experimentierfreudiger, was meine ganzen Räume angeht. Und vielleicht mache ich dabei auch immer total Mist. Das kann sehr gut sein. Könnt ihr mir auch ruhig sagen, dass das totaler Mist ist. Aber ich finde es manchmal echt lustig, was dabei rauskommt. Und wenn ich das nicht machen würde, irgendwie jedes meiner Häuser gleich aussehen. Und finde oder fand auch, das hat es eine ganze Weile lang. Beziehungsweise
Ich weiß nicht, ich habe schon beim Bauen voll schnell immer so gemerkt, so, boah, nee, das sieht viel zu sehr aus wie die anderen Häuser. Das kannst du doch jetzt nicht machen. Deswegen muss ich das irgendwie mal anders machen. Auch wenn ihr vielleicht meint, dass das blöd aussieht. Ich finde es dafür, dass es blöd, ich find's dafür dann, dass es blöd aussieht, wenn ich alles immer gleich lasse. Und immer mit den bewährten Methoden gehe, dann finde ich, sieht es langweilig aus. Ja. Ja, wir machen sowas. Das ist eine altbewährte Methode. Wenn der Teppich sonst nicht gut aussieht, kann man den immer so einfarbig machen. Ich wollte ihn jetzt so braun machen, wie hier diese Verästelung, aber ich glaube, das funktioniert nicht richtig. Weil der Boden schon so dunkel ist. Vielleicht in so einem Orange-Beige-Ton. Und hier. Ja, wie gesagt, ich sollte ja eigentlich dieses Rot so ein bisschen aufgreifen. Vielleicht machen wir das hier. Dieses Orange-Rot. So, das Äußere. Oh, der Teppich ist so schön. Den können die irgendwie fünfmal verwenden. Und immer mit anderen Farben. Das Muster ist so super. Ah, natürlich mache ich das nicht, wie ihr euch sicherlich denken könnt. Sonst hätte ich das ja gelassen. Welches war das nochmal? Ah ja, genau, das war das. Oh, das ist so schwer. Muster auswählen ist so schrecklich. Huch, nein, das wollte ich nicht. Ich bin mir auch echt noch unsicher mit dem Farbschema. Also blau haben wir auf jeden Fall gut vertreten. Da hinten das Grün ist halt cool, weil das so ein bisschen Unterschied ist. Die Ecke bin ich mir noch unsicher, was ich damit machen kann. Machen soll und machen kann. So. Vielleicht tatsächlich dieses schöne Türkisblau hier hin. Ja, ich hab immer wieder zu der Lampe und hier hingeguckt. So. Das denke ich mal passt ganz gut. Und der starke Kontrast von Schwarz und Metall macht sich auf jeden Fall auch ganz gut in dem Raum. Und dann können wir hier auf jeden Fall ein bisschen mit mehr Rot arbeiten. Ich weiß noch nicht genau, ob mir die Stühle so gefallen, also von der Gestaltung her. Vielleicht hier unten eher Metallbeine. Das sieht vielleicht besser aus. Nee, nicht da, sondern hier. Nein, auch nicht. Ach so, das ist das ganze untere. Nee, okay, dann nicht. Ich hatte erst gedacht, dass die Beine einzeln sind, aber die Beine sind mit der unteren Sitzfläche zusammen. Also bei den Stühlen bin ich mir noch echt unsicher. Auch bei dem Stuhl, bei den dreien. Ob das so passt. Beziehungsweise ich finde eher, dass es eben nicht passt. Aber irgendwas muss man ja immer erstmal machen. Und dann, also irgendwie muss ich es ja erstmal einfärben. Auch wenn es
meiner Meinung nach erstmal blöd aussieht, um dann halt entscheiden zu können, wie sollte es denn eher aussehen. Aber wenn man halt gar nichts macht und das erstmal alles einfach so lässt, dann kommt man ja nie dazu, das richtig zu machen. Man muss immer erstmal irgendwas machen. Ein bisschen rumprobieren und so wie machen. Deswegen habe ich zum Beispiel halt auch unten die Stühle einfach mal hingestellt in dem Partyraum und widme mich dem später, wie das aussehen soll. Das vielleicht? Das ist halt auch so unmodern. Ha, nee. Ich will halt eigentlich schon einen coolen Teppich hier haben. So. Oder ist hier vielleicht zu viel? Na, ohne sieht es richtig langweilig aus. Ohne sieht es richtig leer aus. Ich glaube, hier hatten wir unten ja auch nichts. Hier werden auch keine Vorhänge oder sowas sein. Das Einzige, was wir machen könnten, wäre die hier zu nutzen. Aber erstens mal ist dann dieses schöne dekorative Element weg. Könnten wir hier natürlich genauso machen. Und zweitens sieht das irgendwie bescheuert aus, finde ich. Ich denke mal, wenn wir das einfach so freilassen, sieht das schon ganz okay aus. Vielleicht ist das auch einfach nur der falsche Sessel und ich sollte mich von dem verabschieden und einen neuen wählen. Irgendeinen anderen. Auch wenn ich nicht weiß, welchen. Ist halt nicht so, als hätte man wirklich viele Sessel zur Wahl. Sind halt alle so ein bisschen hin. Vor allem, wenn ich da auch noch eine Sitzecke machen soll, das wird lustig. Ich finde ihn schon ganz okay, aber das Schwarz passt da einfach überhaupt nicht. Das ist so dunkel. Den hatte ich schon, ne? Hier bei dem, oder? Den noch nicht? Wenn ich das Muster noch nicht verwendet habe, dann bin ich aber geschockt. Das ist eigentlich ein richtig cooles Muster. Okay. Habe ich tatsächlich noch nicht. Ich weiß gerade noch nicht, ob mir das hier an dem Ding gefallen würde. Sieht halt irgendwie prinzipiell gar nicht so schlecht aus. Vor allem mit dem starken Kontrast. Da finde ich den Sessel schon echt ganz cool irgendwie. Ich kann hier noch ein kleines Pflänzchen hin oder so. Oder irgendwas anderes Dekoratives. Vielleicht finden wir hier noch irgendeine andere Deko-Sache, die wir hinpacken könnten. Ich wüsste zwar gerade nicht, was da jetzt irgendwie hinpassen würde. Ach ja, genau, diese Teile. Passen die hier hin? Oder ich weiß halt immer nicht, wie die so an der Wand platziert sind. Das würde sogar hier hinpassen. Möchte ich das da verwenden? Das wäre eigentlich ein ganz cooles Deko-Element, aber das könnte man halt theoretisch auch noch irgendwo anders verwenden. Deswegen weiß ich nicht, ob ich das quasi jetzt hierfür aufbrauchen will. Aber irgendwie hätte das was. So. Ich fände das irgendwie cool. Vielleicht auch noch in ein bisschen unterschiedlichen Farben und Formen und so. Genauso wie hier oben. So quasi mit einem anderen Material. Oh, das sieht schon mal ganz schön aus. Ja, haben wir es dann? Danke. Machen wir erstmal F3. Wieder zurück.
So, mehr, mehr, weniger. Oh, das sieht cool aus. Das können wir auf jeden Fall noch mitnehmen. Und dann hier vielleicht noch ein cooles oder eine coole Felsart quasi. Findet sich da ja was Schönes. Irgendwas, was man sonst vielleicht nicht so oft verwendet. Was hier aber ganz cool aussieht. Hier an so einem Dingens wirken die Sachen ja doch mal ganz anders. Okay, so toll sind die Sachen nicht. Wir nehmen einfach mal das hier. Und zwar so. Finde ich ein cooles dekoratives Element. Einfach dreimal die Teile übereinander, ein bisschen anders farbig. Das sieht ja schon okay aus. Jemand meinte auch. Ja, ich habe gerade eben nochmal gelesen. Die meinte auch, also ich stütze mich irgendwie in meiner ganzen Arbeit so ein bisschen auf den einen Kommentar. So, andere Leute haben zwar auch so ein paar Sachen erwähnt, aber sie hat das ja noch so ein bisschen schön zusammengefasst und viele Sachen aufgegriffen, die anderen auch gesagt haben. Deswegen lese ich immer den Kommentar von Jamins. Das ist ein lustiger Name. Ja, meinte, dass man das vielleicht irgendwie so lassen kann. Aber ich kann das auch ein bisschen orientalischer gestalten. Das ist so schön. Ich sollte es auf jeden Fall so ein bisschen abgewaschen sein lassen. Ich wollte aber ein bisschen dran rumprobieren, ob man da noch irgendwas machen kann. So. Ein bisschen das Gegraute. Ich glaube, das ist mir so ein bisschen zu. Ja, das ist so ein bisschen zu unruhig, der Holzton. Das sieht so sauber aus. Das ist irgendwie. Okay. Wenn die verschiebt. Ah, dann sieht es besser aus. Okay. Gerade gewundert, warum das irgendwie so ganz anders wirkt. Ja, so ungefähr würde ich das lassen. Also hebt sich ja schon so ein bisschen von den anderen Möbelstücken ab. Beziehungsweise, naja, wenn wir ehrlich sind, sieht jedes Möbelstück hier komplett anders aus. Es sieht doch sehr zusammengewürfelt aus irgendwie. Weiß nicht, ob das zu zusammengewürfelt ist. Ich würde auf jeden Fall die Wände nochmal ein bisschen ändern wollen. Jetzt nicht unbedingt so ein heftiges Rot, denke ich mal. Aber irgendwas irgendwie farblich nochmal einen Unterschied zu schaffen. Vielleicht auch einfach mal so eine richtig strahlend weiße Wand mal wieder. Die hatten wir doch hier schon mal irgendwo. Hatte ich da hier die Wand genommen oder wo war das? Irgendwo hatte ich doch. War das hier die Wand? Ja, das war so ein schönes Weiß. So, und dann können wir hieraus nämlich so eine schöne warme Wand machen. In so einem schönen Beige-Ton, so ähnlich wie der Teppich. Soll das so ein bisschen werden. Okay.
Vielleicht doch hier hinten nochmal. Weil es ist jetzt nicht so intensiv, der Unterschied, muss man dazu natürlich sagen. Vielleicht können wir da nochmal das Rot aufgreifen. Ich überlege gerade. Vielleicht sogar tatsächlich einfach, dass man quasi einfach das Rot vom Kinderzimmer nochmal genommen hat und hierhin übertragen hat. Was passt eigentlich farblich ganz gut. Und es ist gar nicht so, so intensiv. Es ist ja quasi nur da oben das bisschen und rechts und links davon. So ein kleines bisschen rot. Ich denke mal, das könnte man so machen. Ja, eigentlich wollte ich in der Folge sogar hier noch ein bisschen was machen. Dessen werden wir uns auf jeden Fall das nächste Mal widmen. Ihr könnt mir ein bisschen was dazu sagen, wie ihr das Ganze so findet. Ein paar Deko-Sachen. Ich wollte hier noch ein, zwei Bilder an die Wand hängen. Das muss ich auf jeden Fall auch noch nachholen. Hier oben irgendwie auch noch was hin. Das sieht da sehr leer aus in der Ecke mit dem Katzenkörbchen. Und vor allem halt, wie das hier mit den Stühlen ist, was ihr dazu meint. Also nicht nur zu sagen, dass das blöd aussieht, weil ich bin irgendwie auch nicht ganz zufrieden damit. Zumindest nicht mit beidem zusammen. Irgendwie irgendwas muss ich da ändern. Wenn ihr da irgendeine Idee habt, wäre das richtig cool, wenn ihr mir da sagen könntet, wie man das ändern kann. Also so vor allem farblich. Oder wenn ihr halt meint, dass es nur am Stuhl liegt. Aber ich finde die Stühle an sich eigentlich schon ganz okay. Und wie gesagt, es geht auch immer ein bisschen darum, was hat man schon verwendet und was nicht. Geht eher so ein bisschen darum, farblich, vom Muster her. Bin ich mir so ein bisschen unsicher. Wäre ganz cool, wenn ihr da ein paar Ideen für mich hättet. Und ansonsten natürlich alle möglichen Kommentare, Ideen, die ihr so habt, könnt ihr mir gerne äußern. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder hier bei der Hausbaureihe, bei unserem kleinen süßen Reiterhof. Und ich wünsche euch bis dahin noch eine schöne restliche Woche. Tschüss!